Es ist ruhig geworden in Deutschlands Wäldern. Doch was fehlt? Es fehlt das Krabbeln, Zirpen und Flattern von Milliarden Insekten. Im Rahmen einer großen Studie hat er den Verlust dokumentiert, Dr. Michael Stab. Das Ergebnis? 30% weniger Insekten in nur 9 Jahren. Das hat uns überrascht, weil wir für den Wald nicht mit so deutlichen Rückgängen wie im Grünland, wo das ja schon, oder im Offenland, in der Agrarlandschaft, wo das ja schon länger ein Thema und auch besser dokumentiert ist wie in Wäldern, dass es Rückgänge gab. Wir hätten im Wald nicht gedacht, dass es diese deutlichen Rückgänge gibt. Auch heute schaut der Biologe nach, wie viele Insekten in seinen Fallen gelandet sind. Er ist im UNESCO-Biosphärenreservat Schwäbischer Alb unterwegs. Einer von deutschlandweit 3 Regionen, in denen der Insektenschwund seit dem Jahr 2006 untersucht wird. Mit dabei der Nationalpark Hainich in Thüringen und das UNESCO-Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin in Brandenburg. Auf insgesamt 300 unterschiedlichen Flächen wird hier gesammelt, im Wald und auf sogenannten Grünflächen. Die Studie ist die größte ihrer Art in Mitteleuropa. Was die Forscher schon wissen, der Insektenrückgang ist stärker in Wäldern mit einem hohen Anteil an Nadelbäumen wie Fichten und Kiefern. Offenbar spielt das geringe Nahrungsangebot für Insekten und andere Tiere hier eine Rolle. Im Gegensatz dazu waren die Verluste in heimischen Misch- und Buchenwäldern deutlich geringer. Und die Forscher haben noch etwas herausgefunden. Bestimmte Insektenarten trifft es härter, während andere verschont bleiben. Es gibt eine Gruppe, die hat es nicht hart getroffen. Das sind die Pflanzenfresser. Die haben über alle Arten hinweg keinen Rückgang über die Zeit gezeigt, während die anderen Ernährungstypen, wie zum Beispiel die Räuber oder die Totholzzersetzer, eben negative Trends über die Zeit gezeigt haben. Und noch etwas zeigt sich. Besonders stark ist der Rückgang in bewirtschafteten Wäldern. Die intensive Nutzung mit Rückegassen und dem Abtransport von Holz schaden offenbar vielen Insekten. Normalerweise wird das frisch gefallene Holz von einer Vielzahl von spezialisierten Pionierinsekten besiedelt. Sie bohren Löcher in die Rinde oder bis tief ins Holz und machen so den Baum für andere Lebewesen und Zersetzer zugänglich. Ihre Hinterlassenschaften können leichter abgebaut werden als das feste Holz. Der Abbau eines Stammes allein durch Mikroorganismen würde etwa doppelt so lange dauern wie mit Hilfe von Insekten. Deshalb hat der Insektenschwund weitreichende Folgen für den Wald. Doch die Forscher brauchen mehr Daten. Dazu dienen die Fallen. Ein ganz simples Prinzip. Die Tiere kollidieren mit der Scheibe. Manche folgen dann dem natürlichen Totstellreflex, lassen sich eben nach unten fallen und werden dann gefangen. 4 Wochen lang hängt so eine Falle. Dann wird sie ausgewertet. 6-mal im Jahr passiert das an allen Standorten. Und es wird immer klarer, es ist nicht nur stiller geworden im Wald, der Insektenschwund ist eine Bedrohung für das gesamte Ökosystem. Wir brauchen sie für alles. Also Insekten sind extrem wichtig für fast alle anderen Organismen. Die Larven von bestimmten Käfern zersetzen das tote Holz. Räuberische Insekten sorgen dafür, dass pflanzenfressende Insekten nicht überhand nehmen. Insekten sind wichtige Nahrungsgrundlage für quasi alle Vögel. An der TU München landen dann alle eingesammelten Exemplare. Unter der Leitung von Professor Wolfgang Weißer und Dr. Raphael Akuri werden über 1 Million Insekten pro Jahr unter die Lupe genommen und bestimmt. Dadurch weiß man, nicht einmal in geschützten Gebieten sind sie noch sicher. Eigentlich darf man sich das mit dem Schutz in Deutschland auch nicht zu großartig vorstellen. Das ist nun mal leider so, dass selbst in Naturschutzgebieten dürfen sie verschiedenste Insektizide einsetzen, zum Beispiel wenn es einen Ausbruch gibt von einem Schwammspinner, und sie dürfen meistens Landwirtschaft ganz normal betreiben. Sie dürfen oft auch Forstwirtschaft betreiben. Also die Einschränkungen, auch wenn natürlich Landnutzer das Gefühl haben, dass sie extrem eingeschränkt sind, sind also wirklich minimal. Alle Exemplare werden nach der Untersuchung aufbewahrt, um sie später mit Hilfe von molekularbiologischen Methoden noch genauer erforschen zu können. Vielleicht finden die Wissenschaftler dann weitere Gründe, warum auch auf den Grünflächen in den Biosphärenreservaten die Insektenzahlen so stark abnehmen. Ein Grund ist auch hier wieder der Mensch.
In Grünland ist dieser Trend zur Intensivierung sehr viel stärker als im Wald. Das heißt, sie schneiden das Grasland nicht mehr ein- oder zweimal wie früher oder dreimal, sondern eben 6, 7 oder 8 Mal. Sie müssen, um das zu erreichen, sehr viel düngen. Das führt dazu, dass nur wenige Pflanzenarten sich durchsetzen. Die Artenvielfalt geht zurück und damit auch die Vielfalt der Insekten. Deren Lebensraum wird auch durch das häufige Mähen zerstört. Was im Moment passiert, ist, dass Arten einfach sehr viel weniger häufig werden, wie auch bei uns in der Studie. Die sind nicht weg, aber die sind einfach viel weniger häufig. Und da ist dann die Gefahr, dass sie irgendwann aussterben, doch recht hoch. Und vor allen Dingen ist ihre Bedeutung im Ökosystem natürlich dann auch sehr viel kleiner. Es wird eng für viele Insekten. Und eine weitere Bedrohung kommt hinzu. Vor allem die Dürre und Hitze der vergangenen Jahre macht den Forschern Sorge. Sie könnte womöglich zu einem noch größeren Verlust an Artenvielfalt führen. So ein Wald ist an sich schon ein Rückzugsgebiet. Deswegen ist es ja so besorgniserregend, dass es jetzt auch Rückgänge in Wäldern gegeben hat. Weil viel bleibt da nicht mehr, wenn die Wälder irgendwann auch weg sind. Der Organismus Wald ist in Gefahr. Die Stille, die vielen Menschen hier Erholung bringt, inzwischen ist sie trügerisch.